So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses, der dicke, ein neues Unboxing. Guck, Adi ist schon wieder am Start. Adi, Schatz, das sind Pakete. Die wollen wir heute mal unboxen, auspacken, mal gucken. Ich hab, da ist Fanpost mit dabei von Bioshanga. Ich glaube, eine neue Chili-Soße wieder, die sie gemacht hat. Da ist von der Plattfuß Corporation, also Bud Spencer, ist da Post dabei. Etwa meine Prämie, weil ich Slaps and Beans 2 unterstützt habe mit über 100 Euro. Dann ist irgendwas von Amazon Wunschliste vielleicht dabei. Dann ist eine Heizdecke dabei für den Opa, dass die Eier nicht frieren. Dann ist ich muss es mir mal angucken. Wir gehen einfach mal kurz Stück für Stück durch, was wir hier haben. Wir haben hier am Anfang, obwohl, warte mal. Wir haben noch kein Thumbnail, oder? Thumbnail ist dann da drüben. Das sieht bescheuert aus, oder? Das kannst du nicht machen. Das klickt ja keiner an. Du musst ja einen Gummipuppenmund machen. Aber ich habe gar keinen. Ich mag das nicht so. Was machen wir denn? Wir nehmen einfach einen. Wir zeigen einfach den Stapel hinter mir so. Da dieser Stapel. Jetzt siehst du genauso cool aus wie Evanjo, ne? Den ich einfach absolut nicht ausstehen kann, weil ich so ein böser Mensch bin. Und jetzt können wir mal das erste Paket aufmachen. Ramses muss immer in letzter Zeit, ihr merkt, er ist so unzufrieden mit sich selbst, dass er immer mehr auf andere geht und andere schlecht redet. Das ist total unnötig. Und das ist auch total unnötig. Da hat Sandra nämlich wahrscheinlich, so wie es aussieht, ein Babyfon bestellt. Aber nicht als einfach, wenn er da liegt und du liegst dort, dass du den hörst. Der liegt eh immer bei uns. Sondern halt mit als Kamera. Vielleicht will sie mich nachts heimlich im Schlafzimmer überwachen, wenn ich da so lieg und es juckt, aber keine Ahnung. Das hat sie auf jeden Fall bestellt. Das möchte sie eigentlich für den Silvesterabend mal, wenn wir da bei meiner Mama sind mit dem Reisebett und Jonas schläft da oben im Zimmerchen, ganz alleine auf sich gestellt. Wird wahrscheinlich so gar nicht passieren, aber egal. Das hat sie mitgenommen, aber für mich ist auch was dabei, denn ich habe mir The Whale bestellt. Kennt ihr den Film The Whale? Mit Brendan Fraser, der bei Die Mumie mitgespielt hat. Und dann ist er hier einfach nur so richtig dicker Mann mit so großen Glubschaugen. Und das ist so ein schöner, trauriger, tragischer Film zugleich alles. Ich habe den geguckt, ich habe geweint am Ende. Ich habe den ein zweites Mal geguckt mit meiner Mama zusammen. Ich habe währenddessen schon die ganze Zeit dann auf einmal geweint und am Ende noch mehr. Es hat mich so berührt, so gebrodelt. Aber der packt dich. Du musst da hingucken, du findest es voll genial. Die Schauspielerei, das Herzliche, das Tragische, das manchmal vielleicht auch Komische, was kurz auftritt. Das ist für mich einfach richtig toll. Den möchte ich unbedingt irgendwann mal mit Jonas zusammen schauen. Deswegen musste ich mir den ja jetzt hier bestellen, weil der irgendwann von Paramount Plus gelöscht wird und dann geht das nicht mehr. Dann haben wir ein Päckchen vom Bioshanga. Das müsste also eine Fanpost sein, wenn man es so nennt. Da fallen schon die Wasabi-Nudeln raus. Jetzt ist eine runtergefallen. Die schickt mir immer so ein Päckchen Wasabi-Nudeln. Die kann man dann immer essen. Die sind nämlich voll lecker. Man kann die auch als Füllmaterial nehmen. Wo habe ich denn die Schere hin? Das ist die Schere. Damit machen wir das jetzt hier auf. Und dann tun wir die Soße raus. Und dann sehen wir, dass die Soße nochmal eingepackt ist. Also machen wir das hier auch noch auf. Aber gleichzeitig sieht man hier oben, Alter, es ist kaputt, es ist ausgelaufen. Das ist hier alles nass und matschig. Da habe ich jetzt Schiss, wenn ich das jetzt aufmache. Was da passiert ist, müssen wir mal den Bobs abschneiden. Ah, das hat sie so gut verpackt, du kommst gar nicht wirklich ran oder rein, aber trotzdem ist irgendwas passiert oder der Deckel undicht oder irgendwas. Das ist Sauerei. Wow, da ist übelst der Drücker drin. Die riecht gerade gut, aber da fehlt schon die Hälfte von der Flasche. So viel fehlt da schon, guck dir das an. Das Bioshangas Sweet Thai Chili Soße. Im Etikett von einer Katze, die hier an die Näpfe ran will. Das ist eigentlich mal eine McKennedy-Soße gewesen, aber hier ist irgendwie der Deckel ist voll
gebeult und hier läuft das so raus. Also ich hoffe, die hat noch keinen Schaden genommen. Das heißt, den müssen wir demnächst unbedingt verbrauchen. Testen wir sicherlich in einem extra Video die Sweet Chili Soße, die Thai Sweet Chili Soße von der Bier Shanga. Danke dafür, deine Soßen sind immer richtig lecker. Damals hat Amikosi ja auch Soßen geschickt. Die fand ich auch alle drei richtig gut. Hab damit ja dann auch mal Döner getestet mit Amikosi, Sosi oder halt eben Samyang-Nudeln. Das war toll, ich freue mich immer über sowas. Lieber sowas, als wenn jetzt irgendwelche Leute einfach nur, was wollte ich sagen, Chilischoten schicken, genau. Manche bauen ja Chilis an, schicken Chilischoten, finde ich nicht köstlich, kann ich eigentlich nichts mit anfangen. Was das ist, weiß ich gerade nicht, jetzt muss ich mal gucken. Oh, ein Handmixer! Ein Handmixer, den hat Pupsi, glaube ich, mitbestellt für die Eltern, damit die nicht mehr mit der Hand mixen müssen, sondern mit dem Handmixer mixen können. Das ist ein großer Unterschied, das schiebt man mal hier weg, den braucht sie bald. Aber für mich ist noch ein Film drin, und zwar Ein Mann namens Otto ist da drin. Das ist auch ein Film, den ich euch empfehlen kann, mit Tom Hanks. Der ist nämlich so ein richtiger Miesmuschelmann, so wie ich. Der nörgelt, der kritisiert, der kann sich gar nicht mehr der Idioten da draußen abtun. Der will sich das Leben nehmen, dann kommt er immer davon ab, weil er immer wieder sieht, die anderen machen Scheiße. Und dann kümmert er sich immer darum und eigentlich ist er ein herzensguter, lieber Mensch, der nach außen hin total kalt und gehässig und böse wirkt. Aber du kommst immer mehr in Berührung mit ihm und zwischen diesen traurigen, tragischen Momenten wechselt es wieder zu irgendwelchen lustigen Situationen. Du wirst auch hier immer wieder hin und her gerissen. Eine Gefühlsachterbahn, die du dadurch lebst. Auch schönes Cover hier. Hier ist auch eine Katze noch mit dabei. Die mochte er ja auch nicht. Dann hat er sich trotzdem mit ihr angefreundet. Und seit die Nachbarn da bei ihm drüben gegenüber eingezogen sind, ist sein Leben sowieso ganz anders geworden. Und plötzlich hat das alles wieder Sinn gehabt, deswegen. Wenn ihr den nicht kennt, guckt euch den mal an. Ich fand den gut. Als nächstes machen wir das Ding hier auf. Da weiß ich nämlich eh nicht, was das ist. Was Kleines. Adi setzt sich jetzt einfach in den Karton. Gott, das hat er sich aber so gedacht. Guckt euch das doch an. Ich muss hier drücken, bis sie... Jetzt stellst du den Karton dahin und sofort sitzt die Katze drin. Das ist Katzen und Kartons, Katzen und Kartons. Das ist genial. Adi und der Karton. Adi und die Katze und der Karton. Ach so, hier sind Habanero-Gummibärchen drin. Richtig scharf steht da. Da bin ich mal gespannt, wie krass die sind. Richtig scharfe Habanero-Gummibärchen. Einmal und dann noch gesehen Napalm Bear Hot. Very Hot Fruit Candy, Hot Candy, richtig extra scharfe Napalm Candy, Gummy Bears, hier mit dem bösen, heftigen Killer-Bären vorne drauf. Und bei dem anderen ist nicht mal ein Bär drauf. Das war auch extra, das heißt, das kann auch weg. Was das ist, guck mal auch kurz rein. Kann sein, dass das wieder was von Sandra ist oder so, ich weiß es nicht. Wir machen das mal auf. Nee, ist für mich. Ich habe nämlich immer, wenn ich Ramses Kitchen gedreht habe, immer ein weißes T-Shirt an. Und jetzt im Winter musste ich mich mit dem weißen T-Shirt immer auf den Balkon setzen. Und irgendwie war das immer voll kacke, wenn du da sitzt und es zieht voll durch an den Rippen. Das war nix. Deswegen habe ich gesagt, ich bestelle mir einfach mal zwei weiße Pullover. Es war übelst schwer, einen weißen Pullover zu finden. Ich war überall in den Klamottenläden hier. Die haben gesagt, sie haben keine weißen Pullover. Sie haben nur welche von Levi's mit fetten Aufdruck auf der Brust und allem hin und her. Ich habe jetzt einfach von Fruit of the Loom, habe ich mir zwei neutrale weiße Pullover bestellt. Weiß ist edel, ich mag weiß, ich ziehe gerne weiß an. Die sind auch schön stoffig und dick. Die kannst du anziehen und ganz normal einfach dann dein Tasting draußen Film für Ramses Kitchen mit einem weißen neutralen Oberkörper, ohne dass du einfach nur ein T-Shirt anhast. Hier steht was von Jaco-O. Das muss ja eigentlich wieder was fürs Kind sein. Das hat also Sandra wahrscheinlich bestellt. Meistens bestellt sie es und dann geht es von meinem Konto ab. Und dann ist das immer richtig cool. Ja, das ist eine Krabbelrolle aus Stoff.
die braucht man unbedingt. Das hatte ich nie und trotzdem bin ich noch da. So, da seht ihr mal, wie gemein und böse ich bin. Ich hätte mir einfach einen Tyrannosaurus Rex bestellt, den er dann nehmen kann und mit dem er Wrestling machen kann. Aber ist halt hier so Kinder, ne? Dann haben wir hier, das ist schon auf, das habe ich ja schon gesagt, dass Opa keine, dass die Eier nicht frieren, ist hier, glaube ich, so eine, genau, eine Heizdecke drin. Das ist für Weihnachten halt, das ist gut gemeint. Und dann haben wir noch zwei Sachen übrig, wo ich jetzt mit diesem anfangen möchte. Ich habe bei irgendeiner komischen Kackseite gesehen, man konnte Weihnachtspullover erstellen. Ich wollte Shenaya als das beste Pferd im Stall und Hannes als das zweite beste Pferd im Stall Weihnachtspullover bestellen und habe für Shenaya einen gefunden zwischen den ganzen Bierpullovern. Ich habe leider keinen von Budweiser gesehen, weil das ja ihr Lieblingsbier ist. Ich habe einen gefunden von, pass auf, Frühkölsch. Weil die ja immer Kölsch trinkt und weil die mir ja immer Kölsch schickt, habe ich gedacht, der Shenaya besorge ich so einen Frühkölsch-Weihnachtspullover mit Bier drauf, mit dem Logo, schön groß, schön stoffig. Sie weiß noch gar nicht, um was es geht. Den muss ich ihr jetzt irgendwie zukommen lassen. Das fand ich cool. Beim Hannes ist es aber so ähnlich. Also Shenayas Lieblingsbier ist Budweiser, sie kriegt aber Frühkölsch, weil das steckt was dahinter, weil ich ja immer das Frühkölsch in der Post, in der Fanpost bekomme. Beim Hannes, der trinkt immer Münchner Helles und kauft immer Münchner Helles und wollte immer Münchner Helles, aber sein Lieblingsbier ist ja eigentlich Guinness. Deswegen habe ich ihm ein Münchner Helles Pullover gekauft. Ein Weihnachtspullover, Münchner Helles, guckt dir das an. Danke an den Fanchat an der Stelle, denn die haben die Seite mal gepostet oder beziehungsweise ein Bild gepostet von einem Bierpullover und gesagt, guck doch mal, wie hässlich und was es alles gibt. Und da habe ich gefragt, welche Seite das ist und da haben die mir die Seite gezeigt. Und dann habe ich jetzt für den Hannes den Münchner Hellpullover und für die Shenaya den Frühkölschpullover. Und jetzt ist genau noch ein Paket übrig und hier steht drauf, steht irgendwie gar nichts drauf, verstehe ich nicht. Absender PD Medienlogistik. Ist das gar nicht das Plattfußpaket? Das ist auf jeden Fall leicht. Hä? Vielleicht habe ich mein Paket auch verloren. Weil wir machen es erstmal auf. Erstmal gucken, vielleicht ist es auch was anderes. Und das andere muss ich nochmal suchen. Nicht, dass es jetzt hier verwechselt wird. So, wir machen es auf. Wir haben wieder lauter Verpackungsmaterial, Füllmaterial. Legen das hier rüber. Oha. Adi, Schatz. Was in dem Paket ist, müssen wir euch wahrscheinlich in einem extra Video zeigen, weil der Akku nämlich gerade leer ist und ich es gerade nicht laden kann. Und da seht ihr den Adi, Schatz, wie der hier sitzt. Wie der selber auch so eine Nudel essen will. Adi nicht, die sind für Menschen. Für Menschen müssen die Wasabi-Nudeln essen, nicht die Tiere. Also, kleines Unboxing. Von meiner Seite aus, das letzte jetzt hier, das müssen wir extra machen. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.